und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kastenwagentouren. In diesem Video nehme ich euch mit in die Wüste, nehme euch mit in den Urwald und dann einen See. Ganz so stimmt das natürlich nicht, aber lasst euch mal überraschen. Viel Spaß beim Zuschauen. Nachdem wir Bordeaux verlassen haben, verändert sich die Landschaft erheblich. Immer mehr Pinienwälder tauchen auf. Es sieht völlig anders aus und man merkt, dass wir uns dem Meer nähern. Wir erreichen unseren Campingplatz, auf dem wir 3 Nächte bleiben wollen und sind jetzt in der Bucht von Arcachon. Nachdem ihr den Campingplatz in Bordeaux gar nicht zu sehen bekommen habt, will ich euch doch zeigen, wie wir jetzt hier stehen. Wir sind hier in Adernois-les-Bains, auf dem Campingplatz Alte Quelle, heißt das auf Deutsch, und haben einen wunderschönen Platz hier erwischt, mal wieder mit AxiCard, 18 Euro. Und wenn man da hoch geht, diesen Weg, direkt da oben, wo die Kiefern sind, da zeige ich euch, wie es da aussieht. Prost, das hier ist Cidre. So, ich will jetzt hier auch mal durchs Wasser warten. Aber man versinkt hier wirklich total im Schlick. Die Gezeiten sind hier so stark und die Bucht ist so flach, dass die komplette Bucht von Arcachon zweimal am Tag komplett leer und wieder voll läuft. Die Fläche ist ungefähr doppelt so groß wie die des Chiemsees. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie gefällt es dir denn hier auf dem Campingplatz? Ich finde den wunderschön. Also erstmal haben wir riesig viel Platz. Die Anlage ist wunderschön. Und wenn wir hier hochgehen, das sind nur 30 Meter, dann haben wir den Blick auf die Bucht. Und der ist traumhaft. Also da könnte ich mich stundenlang hinsetzen und nur in die Landschaft gucken. Genau so ist es. Die Sanitäranlagen sind alt, also ja auch nicht modernisiert worden, aber die sind in Ordnung. Sind ein bisschen eng, aber ist alles okay. Ja, also hier kann man bleiben. Wir sind vom Campingplatz aus gestartet und sind zu einem Bereich gefahren, wo Austernzüchter ihre Hütten haben. Die zeige ich euch jetzt natürlich gleich und da wollen wir auch essen. Allerdings keine Austern, die mögen wir nämlich nicht, aber die haben auch andere leckere Meeresfrüchte. Und hier gehe ich gerade auf einem kleinen Pfad durch dieses Naturschutzgebiet.
Da, wo die Austernzüchter sind, müsste man ja eigentlich Austern essen, aber ich mag die Dinger einfach nicht. Die schmecken für mich wie ein Schluck Meerwasser. Deswegen habe ich Fischsuppe und ich finde, das sieht sehr gut aus. Und Volker? Eine Fischsuppe, auch für mich. Wir sind weitergefahren zum Kap Ferret. Von hier aus können wir einen Blick über die ganze Bucht von Arcachon werfen und erhaschen zum ersten Mal einen Blick in weite Ferne. Hinten rechts wird sie jetzt gleich auftauchen, die Düne von Pila. Da ist sie. Wir sind zur Dune de Pilat gefahren und hier hat es ja im Herbst letzten Jahres ganz schlimme Waldbrände gegeben, bei denen unter anderem auch alle Campingplätze zerstört worden sind. Jetzt wird hier der ganze Parkplatz neu angelegt, der Zuweg neu angelegt. Ja, und an einigen Stellen sieht man auch noch Reste der verbrannten Bäume. Muss richtig schlimm gewesen sein. Trotzdem freue ich mich jetzt darauf, die Düne zu sehen.
zu unserer Überraschung hat ein Campingplatz an der Düne von Pyla doch noch geöffnet oder schon geöffnet, nicht noch geöffnet. Und wir haben einen Platz erwischt. Das ist alles noch sehr provisorisch hier, aber immerhin, wir haben einen Platz. Eine Nacht wollen wir hier bleiben. Volker hat es sich schon mal gemütlich gemacht. Es ist im Moment nicht der schönste Platz, aber er ist halt direkt an der Düne. Und wir sind froh, dass auf ist. So kann ich wunderbar von hier aus auch noch mal auf die Düne gehen. So, und hier geht es jetzt vom Campingplatz hoch. Ein Stück mit Treppe und dann krabbeln. Ich hab's geschafft. Völlig aus der Puste. Und da unten steht die Lütte. Ich bin heil und trocken, Dünen rauf, Dünen runter gekommen. Jetzt regnet es, aber nachher soll es wieder aufhören und dann gehe ich nochmal hoch. Aber ich habe eins ganz vergessen. Es wird nämlich gewünscht von unseren Zuschauern, Volker, dass du mal wieder eine Literaturempfehlung gibst. Mhm. Was hast du denn zuletzt gelesen? Ich lese gerade von Matthias Brandt Blackbird. Und gleichzeitig lese ich von Julie C. Null Jahre. Null Zeit. Von Julie C. und Nullzeit. Blackbird von Matthias Brandt. Matthias Brandt, falls den jemand nicht kennt, ist der Sohn von Willy Brandt und ein bekannter Schauspieler. Hm? Ich mache ein lustiges Buch. Dankeschön. Gerne. Volker hat gesagt, ich soll keine Aufnahme von ihm machen, dabei fährt er doch mit. Wir haben nämlich eine Bootsfahrt auf dem Uché gebucht. Irgendwie geht das hier so urwaldmäßig rein. Bin mal gespannt. Ja, ich kann schon mal aufsteigen. Wir sind mal verhoben. Habt ihr mal gesehen? Ja, das ist kind of a mangrove. Ja, yeah. Oh, yeah. Yeah, kind of a mangrove. It's why we call these parts the French Amazonia. Oh, yeah. Now we have all these trees growing in the middle of the water. Yeah. So, welcome in the French Amazonia, guys. But we killed most of the alligators here.
Dieser sehr besondere Farn steht unter Naturschutz und wächst nur 1 Zentimeter pro Jahr. Das heißt, der, den wir hier gesehen haben gerade, der ist ca. 200 Jahre alt. Jetzt guck sich einer an, wie dieser Baum sich am Leben hält. Da umgefallen. Und jetzt wächst er einfach wieder nach oben. Ja. Das ist die Rialto-Brücke von. Toll. Nach der wunderschönen Bootstour sind wir weitergefahren zu einem Stellplatz am Lac de Lyon. Lyon ist ein kleiner Ort und der hat diesen wunderschönen See, der ganz flach ist und ganz warm ist und wo Joe und ich schon gebadet haben. Früh am Morgen und wir zwei sind ganz allein am Strand. Such! Hast du es nicht gesehen?
mit diesen Bildern vom Lac du Léon verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fahrt beim nächsten Mal wieder mit uns. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.